Okay, Blitzer. Gehen wir mal zum nächsten Ort. Das sind auch einfache Gegner gewesen. Irgendwie. Das ist ja total ungewohnt. Ich dachte schon, man kommt gar nicht mehr vorwärts. Weil wahrscheinlich hätte ich erstmal das Gebiet hier machen müssen, bevor ich hier weitergegangen bin. Weil da waren die viel, viel stärker eigentlich. Obwohl das eine, ich habe von Stufe 10 Gegner getötet, ne? Und der hier, der ist ja eigentlich auch Stufe 13 oder so. Oder 12, was der war. Mal gucken. Und, ah, wir sind gar nicht dort angekommen. Da oben ist erstmal die Mission. Okay. Los, lauf! Los, lauf! Okay, dann gehen wir mal zu unserem richtigen nächstes Ziel. Aber 25 XP kann man gerne mitnehmen. XP hat man jetzt eh zu wenig. Okay, da vorne ist irgendwas. Okay. Was ist das denn? Für die. Für Ding. Okay. Oh Gott. Boah, du Scheiße. Hallo. Hallo. Boah, ernsthaft. Was ist das denn? Ich habe vergessen zu speichern, ne, Leute. Boah, es sind zwei. Letzter Spielstand laden. Ich glaube, wir kommen sonst voraus. Oh je, oh je, oh je, oh je. Oder sind die irgendwo zwischenspeichern? Eigentlich doch, ne? Ich hoffe ja mal. Mal gucken. Ein Glück, ein Glück, ein Glück. Okay, aber die Sachen sind jetzt hier weg. Hä? Habe ich die Sachen jetzt nicht gekriegt, oder was? Okay, ja, drüben sind sie. Igni, Igni Queen. Was sind das eigentlich für Zeichen jetzt wieder mal? Ich hab's vergessen. Na, hier haben wir es doch. Das stößt die Gegner zu in den Boden. Um zu verwirren. Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit man auf die Gegner. Okay. Schützt sich vor Schaden. Vor. Okay, Queen könnte man nehmen. Der in den Wirkungsbereich gerät. Jürgen können wir auch nehmen, ne? Jürgen oder Queen. Okay.
Noch mehr von den Typen? Mir war nur einer das. Okay. Das wären zwei. Ein kleiner Schlüssel, okay. Und ein Brief. Jenna, natürlich kannst du bei uns bleiben. Was ist denn was ist denn das für eine Frage? Bring auch deine Familie mit. Hierher ist der Krieg noch nicht gekommen. Wir haben massenhaft Essen. Ich habe in den letzten Wochen sogar zugelegt. Wenn du mir etwas Bier und Schinken weg isst, hättest du mir sogar eingefallen. Wir bereiten dir schon ein Bett vor. Du schläfst auf dem Dachboden, da ist es gemütlich. Du darfst nur nicht vergessen, den Kopf einzuziehen, wenn du die Treppe drauf gehst. Gute Reise, Jenna. Bis bald. Damatsko. Okay. Hallo? Hallo? Jetzt. Findet die Hexe auf eigene Faust oder? Achso. Ja, war nicht. Ich habe die Leute quasi bestohlen. Das war die Aufgabe. Eine Scheuklappe habe ich ja noch gar nicht. Geht nicht so schnell durch. Ah, cool. Können wir benutzen. Sehr nice. So ein Gold gekriegt, ne? Und Zeug und so Sachen. Ich kenne mich ja mittlerweile gar nicht mehr aus, habe ich das Gefühl. Eigentlich brauche ich ja bessere Waffen. Armbrust Bolzen nehmen. Gut. Alle Teile vorhanden. Da muss ich halt nur bei irgendeinem Schmied hingehen. Oder ja, eigentlich eine Waffenschmiede quasi. Können Waffen, nur Rüstungsschmiede können so nach so binden, die auch, ja, hä? Ja. Könnt schon dich jetzt anheften. Filter. Hier kannst du gerne, genau, das wollte ich gerade sagen. Also brauche ich ja irgendwas, wo ich was herstellen kann. Die Hosen. Ich meine, das Schwert habe ich ja, glaube ich, ne? Oder? Ne, jetzt habe ich gar nicht. Hä, habe ich nicht? Habe ich nicht irgendein Schwert? Was ist das denn? Ich habe doch ein Silberschwert. Das ist aber Stufe 1. Das ist irgendwie schlecht. Bestimmt Schweiz. Okay. Okay, okay, okay. Ein Kämpfen gegen Monster eingesetzt. Bundeserfahrung bei Monstern 20%. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Was habe ich eigentlich für ein Schwert? Das wäre immer cool zu wissen, ne? Vor allem hier der Schaden ist 35 Dinger mehr. Das ist heftig. Weil ich habe, glaube ich, gerade nur. Ah, ich habe so ein übelstes Kack-Silberschwert. Ja, deswegen gegen Monster ist es gerade echt schwierig. Rüstungsdurchbohrung, kritischer. Trefferchance auf 28%, 70%, 46%. Also muss ich bald mal reparieren. Was ist das denn hier überhaupt? Der Fackel. Tasche. Tasche. Okay. Ja, hallo Leute. Ist gerade das Spiel abgestürzt und ich habe einfach jetzt nochmal hier hingespielt. Hab das doch mal die Kiste geöffnet, die Gegner getötet, also der eine Gegner.
Und ja. Und wir waren eigentlich gerade dabei, weil ich ja gerade geguckt habe, so, ja, was kann man denn machen, dies, das. Und da habe ich gerade gesehen, dass das Silberschwert, das ich ja übel schlechtes Silberschwert eigentlich habe. Oh, das ist ja eine Stahlwaffe. Habe ich gerade erst gefunden? Könnte es sein? Und das eigentlich zu verbessern. Wird in der freien Fassung ist 5% Vergiftung. Vergiftung. Mal gucken, umschalten, umschalten. Stahlwaffe. Die Waffe ist, sagen wir mal, der Schaden ist auf jeden Fall höher. Das ist schon mal gut. Ja. Rüstungsdrohne, kritische Trefferchance. Das ist halt alles eine Chance auf Verbrennen. Das ist eigentlich krass. Relikt, das ist ein Relikt, ist das krass. Magischer Gegenstand oder ein Relikt. Also hier ist halt einfach nur die Power ist einfach größer, ne? Also wir nehmen das mal. Und ja. Mal gucken. Und die Scheuklappe hier, die tun wir wieder hier rein. Und jetzt, Leute, na, jetzt Leute, nicht vergessen zu speichern. Sonst stürzt das Spiel wieder ab und ich muss da wieder Dinge tun. Okay. Super nice. So, wir haben das gemacht. Ich würde ja dafür, das auch zu machen, direkt. Personen im Not. Wir benötigen. Ich habe das doch schon mal gemacht, dachte ich, dass da. Also, so genau will ich das nicht mehr, aber ich dachte schon, dass ich das gemacht hatte. Ich muss gerade mal überlegen, was ich noch so. Ah, ich muss auch Screenshot nochmal, ja. Was ist das denn hier eigentlich? Alchemie-Zutaten. Okay. Wo haben wir da eigentlich hier. Dings-Symbol, ne? Wir haben hier Tisch Rüstungsschmieds. Was ist das? Rüstungsschmied. Waffenschmied ist Schwarzzweig. Oder habe ich keinen gesehen, dass wo da irgendwo ein Schwarz-Dings ist. Habe ich nirgendwo gesehen, glaube ich. Und hier ist auch noch ein Rüstungsschmied. Der werden wird. Also theoretisch müssten wir da mal hingehen, ja, um eine bessere Waffe zu kriegen. Aber erstmal gehen wir dahin, dann gehen wir dahin. Du kannst mit Booten über Wasserflächen reisen. Bringt mir das überhaupt was? Bringt mir das überhaupt was? Das ist eine übel krasse Frage jetzt gerade, die ich mir gerade stelle. Gut. Wir gehen einfach mal dort zum nächsten Ziel. Mal gucken, was passiert. Okay, hier ist schon mal ein Gegner. So. Komm, greift ruhig an. Bam, bam. Oh, noch einer.
Oh nein, ernsthaft. Mist.